Also das Ding wird es in jedem Fall in sich haben. Einschalten lohnt sich, dranbleiben lohnt sich. Bis gleich. Dann rein ins Spiel, live bei ATV. Zu Gast in Birmingham. Wir freuen uns auf das heutige Match und dass ihr eingeschaltet habt. Grüße aus dem Villa Park. Für euch am Mikrofon Florian Schmidt-Sommerfeld und Jan Platte freuen uns sehr auf diese Partie, auf unser Programm heute. Also Gruppenspiel UEFA Women's Champions League. Ich glaube, das wird ein Kick, den darf man sich nicht entgehen lassen. Für die Gäste ging es ja mit einem Unentschieden los. Es war ein ganz brauchbarer Start, aber natürlich haben sie Lust auf mehr. Heute soll es der erste Sieg sein. Das ist die Startelf von Aston Villa. Da sehen wir ein 4-3-3. Wir kennen ihre offensive Herangehensweise über die Außenbahn und die lässt sich eben in der Formation am besten umsetzen. Gegen den Ball ist die kollektive Arbeit wichtig, damit für den Gegner nicht zu viele Räume entstehen. So, da haben wir es grafisch. Das ist die Aufstellung der Gäste. Wir sehen das 4-4-2. Eine klare, einfache Aufteilung mit den drei Reihen. Aus der Kompaktheit heraus werden sie versuchen, ihre offensiven Leute in Szene zu setzen. Mal gucken, wie gut sie das hinbekommen. Und wir gehen rein in die erste Spielhälfte. Sind sich alle einig, sie steht im Abseits. Ja, stellt da gut den Körper rein. Die lässt sich die Kugel einfach nicht wegnehmen. Nee, und den Angriff lassen sie dann doch liegen. Nicht ideal ausgespielt. Und da sind sie durch. Das könnte eine dicke Chance werden. Und drin ist er. Das Tor. Sie sind ganz früh mit 1-0 vorn. Sich da im direkten Duell erstmal durchsetzen zu können, ganz entscheidend bei diesem Tor. Wir sehen es in der Wiederholung, richtig gut gemacht und das gilt dann auch für den Abschluss. Es steht also 1-0 und so spielen wir weiter. Bernhard. Jetzt können sie mal über außen kommen. Leon.
Guter Pass, das könnte was werden. Gut gemacht, wie sie den Ball abfängt. Ito. So, sehr gut angeboten, steht immer jemand frei. Ja, das hätte was werden können. Nicht die richtige Entscheidung getroffen. So, da ist er schon wieder weg. Was machen die denn gerade mit dem Ball? Nobs. Ah, Defensive steht da gut. Stark den Ball geholt. Ja, da ist ein bisschen Platz. Spielen sie schnell genug. Ja, dann doch der Ballverlust, obwohl der Konter erst ganz ordentlich aussah. Ja, spielen sie gut, sehr ballsicher. Der Ball für Mata Torrejón. Gute Position und alle Fans wollen jetzt den Abschluss. Und das nächste Tor. Jetzt sind sie hier schon mit zwei in Front. Blick auf die Wiederholung. Geht da vorbei und dann dieser wunderbare Schlenzer im direkten Duell. Ein tolles Tor. Ersten zwei Schritte haben die Damen gemacht. 2:0. So machen wir weiter. Das ist ein guter Zweikampf. Ball läuft gut. Und da sind ein paar Optionen im Angriffsdrittel. Gefahr ist vorbei, hat sie souverän bereinigt. Da sind viele Optionen gut freigelaufen. Ja, die sieht gut aus. Ja, nicht ganz aufgepasst, Ball ist weg. Hansen. Na, kriegen sie nicht gehalten, den Ball. Ja, macht sie gut. Gutes Dribbling. Also das war natürlich kein guter. So, und jetzt sieht sie hier doch noch die gelbe Karte. Da war eben noch was offen, ja. Genau, der Zweikampf ein bisschen drüber. Erstmal wurde es laufen gelassen und jetzt etwas nachträglich noch die Strafe. Und sie machen hier ganz früh die Räume eng. Na, Laufwege sind gut, da ist immer jemand frei. Der Abwehr ist voll, da holt sich den Ball. Na, holt sich weit vorne den Ball. Was machen sie draus? Lässt sich nicht aufhalten. Jetzt einfach mal der Abschluss. Und sie hat ihre nächste dicke Chance. Schnuppert hier am Doppelpack. Abschluss nicht ganz so gut wie der vorhin beim Treffer. Völlig richtig. Hier scheitert sie an der Keeperin, weil sie das nicht präzise genug macht im Abschluss. So, jetzt ist Schluss. Melden uns gleich wieder. Kurze Pause im Villa Park. Wenn wir auf die individuelle Leistung schauen, finde ich, ein wirklich guter Auftritt in dieser ersten Halbzeit. Sie macht bislang ein wirklich großartiges Spiel und der Rest des Teams lässt sich immer wieder von ihr mitreißen. Thank you.
Jetzt geht es hier weiter mit dem zweiten Durchgang. Oh, das ist eine dicke Chance. Der Ball ist immer noch heiß. Und jetzt sind sie zurück in diesem Spiel. Riesenmoral gezeigt und den Anschlusstreffer gemacht. Im Tor komplett auf sich allein gestellt und keine Chance, da irgendwie noch rettend einzugreifen. Das machen sie dann am Ende ganz souverän. Drin das Ding. Spielstand nach dem Treffer 2-1. Übrigens das häufigste Endergebnis im Fußball. Hansen. Och, super Zweikampf. Macht sie ganz selbstsicher. Guter Ball. Aber sie macht das Tor nicht. Abwehr schaut ihr nur zu. Wann packen sie zu? Das war eine gute Parade. Nicht gut geklärt, immer noch heiß. Das ist die Möglichkeit. So, Ball rausgefaustet aus der Gefahrenzone. Ah, das ist ein guter Zweikampf. Und da ist die Chance auf den Ausgleich. Und das ist eine gute Chance. Und da ist er wirklich, der Ausgleich, mega. Zwei lagen sie hinten, jetzt sind sie wieder da. Ja, das Tor ist in letzter Instanz nicht mehr zu verhindern. 2-1 und keine Chance da letztendlich noch rettend einzugreifen. Sie spielen es aber auch gut aus. Also Respekt. Weiter geht's. Die haben die Aufholjagd echt gestartet und gepackt. Wir sind wieder pari. Vielleicht jetzt flanken. Und sie zieht ab. Ja, hält diesen Ball. Sehr gut. Jetzt der Wechsel. Und jetzt ihr Eckball in die Mitte. Oh, da ist nichts zu machen für die Keeperin, weil der noch ganz unglücklich abgefälscht wird. Wir gucken noch mal auf die Wiederholung dieses Treffers und sehen, der Ball wird noch entscheidend abgefälscht. Deshalb ist das Ding unhaltbar. Die Reaktion des Trainers, absolut nachvollziehbar nach diesem Führungstreffer. Es ist ein wichtiges Tor und ich bin gespannt, was das bei Ihnen auslöst, ob Sie hier jetzt noch selbstbewusster auftreten werden. Nee, den Ball hat sie verloren. Da sind viele Optionen gut freigelaufen. Ja, der Steilpass sieht ganz gut aus.
Jetzt haben sie hier die Chance. Ganz allein vor dem Tor, da ärgern sie sich natürlich. Was eine Riesengelegenheit. Aber wie gut ist das Stellungsspiel? Wie gut wird der Winkel? Verkürzen. Da geht der Ball eben am Ende knapp vorbei. Ja, das ist ihre Zweikampfstärke. Sehr starker Ball. Und sofort die Entscheidung der Unparteiischen abseits. Alle Maus gibt einen Wurf. Gute Aktion, Ball nicht im Aus. Oh, da steht sie gut, sehr gefährlich. Und da ist das Tor. Alles wieder pari. Nochmal der Blick auf dieses Tor, kurze Distanz. Dann ist es letztendlich kein Problem, den reinzumachen. Sechs Tore haben wir schon. Es steht 3:3. Weiter geht's. Gefährlicher Ball jetzt. Das ist ein spannendes Ding. Und der ist richtig gut gehalten. Dieser Ball, ordentliche Chance. Es bleibt trotzdem beim Unentschieden. Aber wir sehen, wer die Intention hat, hier jetzt noch mal vorne was zu bewirken. Wer dieses Spiel unbedingt gewinnen will, die Parade natürlich herausragt. Und Ecke kurz gespielt. Einmal voll drauf gehämmert. Weiß nicht, ob das die richtige Wahl war, da so abzuziehen. Ich würde sagen, nein. Bisschen mehr Gefühl und dann steigen die Chancen, dass der wirklich reingeht. Und sie kommen nochmal. Die Abwehr muss jetzt da. Das ist die Chance zur Führung. Oh, der ging sehr weit drüber. Sehr weit drüber. Aber grundsätzlich sage ich, Lupfer in der Position, in der Situation die richtige Entscheidung. Aber doch nicht, wenn er so drüber geht. Ach, hätte sie besser machen können. Fünf Minuten sind noch übrig bis zum Ende der regulären Spielzeit. Nobs. Jetzt könnte es die Führung geben. Das Haus aus der Gefahrenzone. Nachspielzeit sind hier 4 Minuten. Und gehen Sie jetzt kurz vor Schluss hier in Führung. Ball ist noch heiß. Dieser Eckball, der soll jetzt die Führung bringen. Die Mannschaft wirkt unglaublich entschlossen. Kurzer Pass nach der Ecke. Gute Flanke und da stehen ein paar Kolleginnen. Immer noch gefährlich.
Ja, kriegen wir nicht. Ja, und das war's. Die Partie ist zu Ende und es ist ein Unentschieden für beide Hockeyer. Ich würde sagen, ja, Schmizo. Man hat sich nichts geschenkt. Die einen hatten hier, die anderen da ihre besseren Phasen. Letztendlich ein gerechtes Unentschieden. Also das war einfach nur überragend. Richtig, richtig gut. Sie wird sich ärgern, dass es heute nur zu einem Unentschieden gereicht hat. Denn sie war so großartig heute vor dem gegnerischen Kasten. Natürlich hätte sie diese Partie sehr gerne gewonnen.